So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier beim Kult des Lamp von... Warte mal, was ist jetzt hier los? Achso, erstmal essen. Dadurch kriege ich jetzt erstmal die Herzenskraft. Ah, oh, verdammt, ich krieg bloß ein Herz. Aber wie dem auch sei, herzlichst willkommen zurück hier bei Cult of the Lamp, wo wir heute einiges vorhaben. Zum einen müssen wir uns dann jetzt auch ein bisschen beeilen und ein paar neue Missionen erledigen. Wir müssen erst wieder zurück ins Düsterholz und dann erstmal den Bruder von Barbara, wenn ich mich recht entsinne, zu retten, zu befreien, zu finden. Und darüber hinaus brauchen wir, auch Holz. Ja, wir brauchen so einiges Holz. Und wir brauchen auch wieder neue Glaubenskräfte. Neue Glaubenskraft, die muss erwachen. Also, bevor wir uns auf den Weg... Warte mal, wie geht's dir, sagt die hier? Okay, wir haben 3 Stück Holz. Aber wie geht's dir? Wie wär's mit ein bisschen Segen? Der sei dir gegeben. So, darüber hinaus haben wir doch... Ah, ein feiner Holzhacker. Hallo, Timo. Auch du. Auch dir sei mein göttlicher Segen des Lammes gegeben. Ihr alle seid gesegnet. Und kommt beim besten Willen gleich zur Andacht. Bevor ich erstmal mich wieder mal auf den Weg mache. Ach ja, und einer von euch, am besten, sagt du. Du musst dich, mal um die Farm kümmern. So, bestell die Farm. Warte mal, haben wir hier überhaupt noch genügend? Okay, der ist voll. Aber anscheinend muss er, sagt der Gute, Marius... Ey, warte mal, wieso... Marius? Arbeiten? Es sind keine Aufgaben auf der Farm verfügbar? Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber gut, weiter beten. Weiter beten, weiter die Andacht machen. Ich werde dann erstmal währenddessen die heutige Morgenpredigt machen. Eine kleine Predigt für ein gutes Leben. Das sei euch jetzt hier gegeben. Wieso ihr bloß zu dritt hier seid, wüsste ich auch zu gerne. Muss ich hier erstmal wieder irgendein Ritual oder eine Doktrin aussprechen? Naja, bedauerlicherweise können wir es nicht machen, weil uns fehlt immer noch Holz. Ja, gut, an die Arbeit! An die Arbeit, werte Jünger des Lammkultes! Okay, wir brauchen erstmal auch wieder Glaubenskraft. Gut. Was machst du hier drüben? Hubertus? Kack jetzt gleich nicht hier in der Gegend rum. Wir müssen ja jetzt unbedingt demnächst mal ein Klo bauen. Aber bevor wir das jetzt hier machen können... muss ich dann erstmal, wie es aussieht, selbst die Farm bestellen. Ist zwar, jetzt nicht unbedingt die Aufgabe, die ich gerne haben will. Oder machen will. Aber anscheinend bleibt mir jetzt hier nichts anderes übrig. Also gut, dann müssen wir jetzt erstmal hier alles bestellen und ich muss dann erstmal noch meine Quest legen. Finde Breontre in Düsterholz. Eine neue Anhängerquest. So, außerdem haben wir jetzt erstmal für unsere... Ah, gut, weiteres Holz. Aber außerdem haben wir jetzt erstmal für unsere Anhänger schöne
viele neue Gerichte gekocht. Und ja, die erste Kette ist durchbrochen durch den ersten Bischof. Aber jetzt müssen wir uns erstmal wieder zurück ins Düsterholz wagen, um Breontre zu finden. Ich nenne ihn am Ende Bernd. Ist leichter zu merken. Außerdem, ab jetzt wird das Düsterholz auch noch ein bisschen düsterer. Woher ich das weiß? Ja, durch die aktuellste Game 2-Folge vom 13. August 2022. Weil da kam ja Cult of the Lamp ja auch vor. Und ja, ab jetzt... Die Winde des Wandels wehen, spürst du es nicht? Um uns herum knarrt und dreht sich die Welt. Früher verharrte sie unbeweglich, unbewegte Jahrhunderte setzen Rost an. Nun ist Leshi gefallen und jetzt beginnen die Bewohner des Landes ihren Kampf um Macht vom Neuen. Du wirst sie dieses Mal nicht so leicht loswerden. Das wollen wir doch mal sehen. Haben wir eine Waffe? Oh, gleich haben wir eine Waffe. Neue Waffen. Todesstreich 4, ein verheerender Nahkampfangriff, der durch Aufladen verstärkt werden kann. Panzerhandschuhe des Sturms. Ein Handschuhpaar mit tödlichen Stacheln, anfänglich schwach, aber nach einer abgeschlossenen Kombination vernichtend. Okay, ich habe jetzt also mächtige Krallen. Die Krallen des Lammes. Und ein verheerendes Getsuga Tensho. Also das findet doch jetzt sehr auf. Exzellent. Mit neuen Kräften. Die seien uns gegeben. Okay, wir müssen das Ganze noch ein bisschen besser machen. Wir haben schon ein halbes Leben verloren. Und das war jetzt fehlerhaft. Ich spüre, dass heute Nacht das Schicksal bei diesen Karten die Hand im Spiel hat. Außerdem regnet es heute. Alles ist, wie es sein sollte, wie es immer war, wie es immer sein wird, bla bla bla. Oh, verdammt nochmal, unsere Untergebenen werden langsam auch wieder ein bisschen kränklich. Es wird langsam... Oh, es wird wirklich langsam aber sicher mal Zeit, dass wir unbedingt ein Klo bauen müssen. Ja, ein Klo, das muss sein. Ja, wir bräuchten unbedingt demnächst ein Klo. Naja, und Gras sowieso für weitere Felder, die wir dann bestellen können. Im Zweifelsfalle vielleicht, sag auch noch, ein Blumenbeet, aber da bin ich mir noch nicht so ganz. Okay, das sieht der Sack jetzt aktuell nicht gerade sehr gut aus. Wir haben bloß nur ein Herz. Aber auch eine neue Karte. Er hat ein zusätzliches Herz. Na gut, also Breontre haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Und die Zeit wird jetzt ein bisschen knapp.
Aber gut, dort oben ist er. Aber jetzt brauchen wir wirklich erstmal ein bisschen Holz. Wir müssen natürlich auch die Industrialisierung. Auch ein bisschen weiter zusammen. Weiter voranschreiten lassen. Tja, die Industrialisierung muss, er sagt, weiter voranschreiten. So sehe ich das jedenfalls. Was haben wir jetzt hier freigeschaltet? Ein Reisepunkt. Wohin können wir denn damit reisen? Wisst ihr, ich glaube, er sagt, wir sind jetzt hier. Okay, wir sind aktuell falsch vorangesprungen. Wir sind ja, sag jetzt, zum Bossgegner. Okay, das sieht nicht gut aus. Ah, das sieht nicht gut aus. Also das war jetzt, er sagt, leider nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Das war jetzt leider nicht gut gelaufen. Wir waren aber auch wirklich ein bisschen zu unverhofft, er sagt, in den Bossfight hier reingeschmissen worden. Das ist jetzt nicht gut. Das jetzt ist ja gar nicht gut. Okay, wir müssen das nochmal machen. Das waren jetzt aber auch nun wirklich ein paar sehr ungünstige Situationen.
Wären wir, sag jetzt, ein paar Mal getroffen worden von diesen Raupenviechern? Hätten wir jetzt theoretisch auch noch den nächsten Bossfight meistern können? Vom Geist des Leshy. Na gut. Ah, jetzt habe ich ja also bloß wieder den alten Kram. Okay, wisst ihr was? Wir müssen erstmal eine Sache erledigen, dann kümmern wir uns um die andere. Also ernsthaft, das sieht jetzt wieder nicht gut aus. Okay, wir bauen erstmal wieder ein paar neue Karten. So, und was ist das hier, Opfer da bringt? 20, gut. Gut, noch einmal werden wir jetzt hier nicht verlieren. So, noch einmal nicht. Okay, weiter geht's. Aber eins ist schon mal sicher, das Spiel will auf jeden Fall, dass wir Holz kriegen. Und das finde ich auf alle Fälle auch schon mal gut. Okay, wir haben jetzt schon mal genügend Holz. Ah, nein! Oh, na toll, jetzt bin ich in die falsche Richtung abgebogen. Verdammt nochmal, jetzt bin ich falsch abgebogen und wir können jetzt, er sagt, die Mission jetzt nicht abschließen. Tja, Vorsicht bei der Navi-Wahl.
Das gibt's doch nicht! Das ist doch jetzt nicht euer Ernst! Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass wir jetzt erst hier K.O. gegangen sind. Okay, das reicht. Göttliche Inspiration. Wo ist... die Opferstatue. So. So, jetzt... ist aber auch endlich Schluss mit lustig. Wo ist das Gefängnis? So, hier. Wer nicht hören will, muss fühlen. Du kommst gleich in den Knast. Und dann müssen wir sofort den Glauben auch erhöhen. Und dann auch endlich unsere Mission erledigen. Denn die ganze Situation wird jetzt langsam kritisch. Gott! Marius, du wirst jetzt leider eingesperrt. So! Dadurch wird die Moral jetzt auf jeden Fall ein bisschen gesteigert werden. Nach einer weiteren Predigt. So, jetzt brauchen wir erstmal mehr Herzenskraft. Gut, damit ist schon mal unsere Angriffskraft ein bisschen gestiegen. Jetzt wollen wir erst noch mal ein kleines Ritual durchführen. Wir haben noch genügend Holz. Also absolvieren wir das Tanzritual. Gut. Wird die Krone jetzt hier auch noch etwas verstärkt werden? Nein, leider nicht. Also gut, das war's. Wir sind ehrlich jetzt neu gestärkt, haben ein weiteres Herz. Okay, unsere Beeren. Sind jetzt leider nicht gerade so optimal. Okay, gut. Wir haben 59 Holz. Dann bräuchten wir jetzt vielleicht noch was anderes. Einen kleinen Opferaltar auch noch.
Ey, ich wollte mit Barbara reden. Also ernsthaft, lass mich jetzt bauen. Oh, komm schon, ich will mein Opferaltar bauen. Hallo, Opferaltar, ich will den Opferaltar bauen, so. Oh, und dann müssen wir jetzt immer noch den Bruder von Barbara gleich finden. Das läuft, sag. Warte mal, wir bräuchten, sag, jetzt auch noch eine Mahlzeit, um noch. Ja, ja, wir finden zum Kotzen, aber. Ich glaube, ich spinne. Wieso zum Henker sind der Sack jetzt hier? Die Materialien wieder so knapp. So problematisch, so problematisch. Gut, aber jetzt haben wir wenigstens wieder genügend Holz. Ja, jetzt brauchen wir einzig und allein wieder Nahrung. Und wir bräuchten, wie es aussieht, eine Vogelscheuche. Ja, ganz offensichtlich bräuchten wir jetzt eine Vogelscheuche, aber die kriegen wir jetzt leider auch nicht. Also gut, jetzt erstmal wieder zurück ins düstere Düsterholz. Und diesmal müssen wir endlich diese verdammte Quest erledigen. Und als wäre das dann, sagen wir, nicht schlimm genug, brauchen wir dann auch wieder Nahrung. Und wie schon gesagt, eine Vogelscheuche. Aber die muss ich natürlich auch erstmal wieder freischalten. Boah, alles nicht so einfach. Gut, vorwärts. Oh.
Ich muss wirklich sagen, es verläuft nicht gut. Ich muss wirklich sagen, es läuft. Es läuft jetzt einfach nicht flott. Einfach nur schrecklich, das Ganze jetzt. Einfach nur schrecklich. Na gut, sehen wir dann einfach mal weiter, was jetzt hier noch los ist. Nordrath Polo, Casa Polo, Hack, Bagmiau, Casa Trudo. So, die Doktrin muss erhöht werden. Und unser Fluchschaden ebenso. Menschenskinders, Menschenskinders. Also dieser Part verläuft bis jetzt wirklich nicht gerade so zu meinen Gunsten. Kann es jetzt hier nicht wenigstens mal irgendwo einen neuen Waffenshop geben? Ich fühle mich hier aktuell. Also ernsthaft, ich fühle mich mit meinem Dolch hier überhaupt nicht mehr sicher. Ganz offensichtlich können wir, sag jetzt, keine neue Karte ziehen.
problematisch. Aber jetzt können wir wenigstens Beantre, wie auch immer, retten. Und hoffentlich können wir danach... Okay, bist du Bertrand? So, Anhänger wartet auf Indoktrination. Gut. Okay, jetzt an der Stelle würde ich eigentlich zu gerne... Oh, verdammt nochmal, ich kann ja jetzt hier nicht fliehen? Oh, das ist jetzt sowas von blöd. Und ich weiß, er sagt nicht, ob ich damit zurückreisen könnte. Wir können einfach nicht zurückreisen. Oh, das ist so bescheuert. Wir haben ihn zwar gerettet. Doch wir konnten hier das Ende nicht erreichen. Absolut bescheuert. Also gut, im nächsten Part werde ich dann erstmal die Pilgerpassage meinen Besuch abstatten. Aber er dürfte gerettet sein. Ja, er ist gerettet. Ihr verdammt. Okay, komm her. Bekehre mich zu deinem Kult, ich werde dein Leben lehren treu folgen. Okay, Beantre, du heißt jetzt ab sofort Bernd. Und du bleibst so, wie du bist. So, deine Aufgabe wird sein, die Farm zu bestellen. So, oh Anführer, ich bin so dankbar. Mein Bruder ist endlich hier. Jo. Daher überschütte mich mit deiner Energie. Und einen weiteren Runenstein. Und jetzt göttliche Inspiration. Wo ist die Vogelscheuche? Thank you.
sieht doch schon mal optimal aus. Die Vogelscheuche wird uns dabei helfen, die lästigen Viecher hier zu vertreiben. Außerdem müssen wir jetzt auch noch mal eine Klitzekleinigkeit noch absolvieren. Nämlich die Operation. Lasst uns eine weitere Doktrin aussprechen. Außerdem muss ich auch wieder mal ein paar Sachen kochen. Bevor wir dann auf die nächste Mission gehen. Ich will das Raket jetzt nicht hoffentlich aus Versehen das Falsche gepflanzt haben. Okay, ich als Meisterkoch habe auf jeden Fall jetzt erstmal hier wieder alles gut gemacht. Mal sehen. Da es jetzt hier sowieso auch regnet, ist ja nun wirklich mehr als klar, na, wie geht's eigentlich dir? Wie wär's mit einer kleinen Umerziehung? Dauert anscheinend noch ein bisschen, bis du wieder ganz der Alte bist. Gut, dann haben wir jetzt noch Zeit für eine kleine Doktrin, für eine weitere kleine Predigt. Ja, unsere Anhängerschaft wird schon ein bisschen mehr. Die Macht der Krone steigert sich jetzt sowieso nochmal. So, jetzt mal die Lehre der Besitztrümer. Die Anhängerbestechung. Gut, die neue Doktrin ist jetzt, der sagt, auch da.